Luxusuhr einfach Zeit zum Wohlfühlen nehmen. Wir haben ein super schönes Garderobenbereich, im Eingangsbereich, kleinen Schuhschrank, Sitzbank, Garderobe. Hier rechts haben wir einen schönen Garderobenschrank. Wir haben natürlich überall in dem Haus, in dem Hotel, Ferienwohnung, überall natürlich Deckenstrahler drin. Parkettfußboden überall. Toller Eingangsbereich. Sind wir hier im Wohn-Essbereich. Zugang zum großen Balkon. Schönen Tisch, vier Stühle, großen Fernseher, Stereoanlage, Schränkchen, schöne Eckcouch mit dem Tisch, schönen Liegestuhl davor, wunderschön. Natürlich überall gespachtelte Wände. Schöne Einbauküche mit Spüle, mit Herd, mit Ceranfeld, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine. Kühlschrank, Toaster. Blick fensterseitig in die schöne Einbauküche oder Küchenbereich. Wenn man aus der Küche kommt, hat man einen schönen Blick ins Wohnzimmer, Essbereich und Blick auf den großen Balkon. Obwohl es ganz schön kalt ist, sehr viele Leute unterwegs, großer Balkon, mit Blick auf die drei Außenbäder, die noch im Bau sind, aber sind im Frühjahr fertig, 50 Meter zum Strand, zur Ostsee. Toller, schöner, großer Balkon. Und vom Balkon geht es zurück ins Wohnbereich mit Blick zur Küche und der Essbereich. Gehen wir erstmal zum kleinen Schlafzimmer. Kleines Schlafzimmer, straßenseitig, aber Boxspringbetten, Fernseher da oben. Links sehen Sie gleich den Schrank. Sehr toll eingerichtet, sehr geschmackvoll. Schön Kleiderschrank, natürlich auch die Deckenfluter wieder drin. Hatte am Anfang gesagt, wir haben drei Zimmer, zwei Bäder, zwei separate Schlafzimmer. Super schicke Ferienwohnung. Die das kleine Zimmer haben, die haben den weiteren Weg, die müssen durchs Wohnzimmer durch. Sagen wir mal, das Kinder-Duschbad ist hier. Natürlich mit großen Spiegel, Handwaschbecken, Vorhänge-WC, Jalousien, ist klar. Und hier hinten schön versteckt. Ebenerdig natürlich auch. Das Duschbad
alten Schlafzimmer zum Elternschlafzimmer sozusagen. Erst waren wir im Kinderschlafzimmer, jetzt gehen wir zum Elternschlafzimmer. Da sind wir jetzt. Elternschlafzimmer mit Zugang zum großen Balkon. Fernseher natürlich auch. Lichtschranke oben auch. Boxspringbetten auch. Alles, was das hat, gehört. Der Balkon jetzt von der anderen Seite gesehen. Natürlich auch wieder Blick in den Garten. Und auf die drei Außenbäder. Wunderschönes Hotel mit Ferienwohnung auf der Insel Rügen, das Bora Solitaire, das Hotel. Jetzt ein Blick ins Elternschlafzimmer sozusagen, von der Balkontür aus gesehen. Da oben haben wir zum Bad Lichteinlass noch. Sehr freundlich, tolle Dreizimmer Ferienwohnung, kann man nicht anders sagen. Dann sind wir aber trotzdem schon wieder durch die Dreizimmer Ferienwohnung im Hotel Bora Solitaire, das Hotel, schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.